Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Und zwar zum 5.555 Abonnenten habe ich. Ihr seid der Wahnsinn, ihr seid der Hammer. Ich will euch dafür als Dankeschön eine Legung nach Lilly legen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Danke, von Herzen, Dankeschön. Ich drehe die Kamera jetzt, ihr Lieben. Ich bin ganz überschwänglich. Und dann sehen wir uns gleich. Zur Legung nach Lilly. Lilly ist eine ganz liebe Freundin von mir und die liegt mir, ich bin ja auch froh, wenn man mir mal die Karten legt. Die liegt mir genau diese Legung und das begeistert mich immer wieder. Und dazu nehme ich hier meine Lieblingskarten heute für die 5.555er Abonnentenlegung. In so kurzer Zeit ist das nicht der Hammer. Also, jetzt konzentriere ich mich. Die Energie ist ganz großartig, ihr Lieben, wirklich. Also. Und ich mische auch hier und heute, solange bis eine Karte rausfällt. Bin so aufgeregt. Ah, ja, Lieben. Der Hund, der junge Hund, diese junge Energie. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich soll sie in die Mitte legen, dass diese junge Energie. Es geht nicht um den Hund, sondern es geht um den Freund. Wisst ihr, manchmal bin ich euch ja ein Freund mit meinen Legungen. Es bin aber nicht ich, weil ich spreche ja nur das aus, was die Engel durch mich durchgeben. Und tatsächlich ist das hier die Energie von mir an euch. Aber auf der anderen Seite seid ihr für mich ja ein Freund, weil ohne euch würde diese Zahl ja niemals zustande kommen. Und ich finde dieses. Man sagt doch, Win-Win-Situation finde ich gerade wirklich so wunderschön. Jetzt schauen wir mal an. Das ist die Situation, wie sie jetzt ist. Jetzt gehen wir mal in die Vergangenheit. Ich lege ja nach Lilly. In der Vergangenheit sind die Wolken rausgegangen, weil ich auch erkannt habe, ich bin immer sicherer geworden in dem, was ich mache. Ich bin immer, am Anfang war ich total unsicher. Am Anfang habe ich auch ganz viel Quatsch geredet oder vielleicht mal was aufgefangen, was andere gesagt haben. Aber tatsächlich bin ich ja auch daran gewachsen und habe daran gelernt. Und die Wolken haben sich immer mehr verzogen. Und die sind praktisch in der Vergangenheit geblieben, genau wie dies hier dargestellt wird. Im letzten Schritt kam die Heilung. Die Heilung hier. Die ihre Wurzeln in diesen Situationen hatte, in diesen Lernaufgaben, in dem, wie ich gelernt habe, was ich gelernt habe, wie ich es euch rüberbringen kann, damit wir eben auf diese Zahl hier gemeinsam kommen. Das ist immer noch so unfassbar. Und im letzten Schritt kam das Wachstum. Im letzten Schritt kam der Regenbogen immer mehr zum Erscheinen, würde ich fast sagen. Der Regenbogen ist ja die Zwischenwelt oder ist die Verbindung zwischen der geistigen Welt und der weltlichen Welt. Und diese Brücke, die haben wir beide, du und ich, wirklich mit Bravour immer mehr geschafft, gemeistert und hat sich auch immer mehr gezeigt. Wir schauen mal nach in den nächsten Schritt. Wie geht's denn weiter? Ja, es wird nochmal alles durcheinander gewürfelt und genau das Gefühl habe ich auch. Das hier ist nicht das Ende, ihr Lieben. Es ist ein Zwischenschritt und ich freue mich darauf, dass wir gewürfelt alle nochmal weitergehen. Und in der Zukunft haben wir das Ankommen. Der Anker steht für die Berufung und für den Beruf. Und genau das ist mein Ziel, in der Zukunft meine Berufung zum Beruf zu machen. Und das kann ich nur mit euch. Ich muss es immer wieder sagen, auch wenn es euch langweilt. Jetzt gehe ich mal ein auf den Rat der Engel, auf das, was hier liegt. Und wir schauen mal. Alles ist in Bewegung. Bewegung, Bewegung. Doch hier haben wir wieder den Regenbogen, die Verbindung zwischen der geistigen Welt und der weltlichen Welt, zwischen dem 3D und dem 5D. Und genau das ist der Weg. Wir schauen jetzt mal, was kommt denn von außen? Von außen kommt die Schlange, die
Schlange, die hier, und ich sehe es ganz deutlich, die beißt sich hier in den Schwanz, weil sie sich gehäutet hat. Das liegt schon alles hinter ihr. Und wir gehen in die Unendlichkeit, ihr Lieben. Und das kommt jetzt von außen. Und der Rat der Engel zu dem, was hier von außen kommt, da haben wir zwei Karten. Und zwar einmal das Schiff mit dem Kreuz. Das Schiff ist das Past Life und das Kreuz ist das Karma. Die Engel sagen, das Schiff und das Karma kommen an, weil die Unendlichkeit sich im Außen schon zeigt, beziehungsweise vom Außen bis zu mir durchdringt. Und jetzt schauen wir mal an, was ist denn das Endergebnis? Das ist der Fuchs. Schlau. Der Fuchs geht ganz schlau nach vorne und er schaut zurück. Er schaut zurück auf das, wie es sich ausgeregnet hat. Er schaut zurück auf die Umwege, auf das Toxische, was mir und auch euch immer mal wieder begegnet ist, auf diese wirklich, ich will mal sagen, heftigen Energien, die mit der Schlange auch einhergehen. Was ich aber auch sehe, das ist, dass diese Schlange hier, wenn die aus dem Bild herausgeht, dann bleibt der Baum übrig. Das ist ein Apfelbaum voller dicker, fetter Früchte. Und den Baum haben wir hier schon im letzten Schritt liegen, ihr Lieben. Ja, und ja, das ist wundervoll. Die untere Karte ist die Öffentlichkeit. Und wir gehen ja hier, ich bin ja in der Öffentlichkeit mit meinen YouTube-Videos. Und ihr seid aber auch in der Öffentlichkeit, sonst könntet ihr mich nicht abonnieren. Und ich danke euch nochmal dafür. Lasst uns genauso weitergehen, so weiter in die Zukunft. Aber vielleicht seid ihr ja dabei, wenn jetzt alles noch einmal durcheinander gewürfelt wird. Ich danke euch. Ich drehe jetzt noch einmal die Kamera. Ich danke euch, ihr Lieben, von ganzem Herzen und habt ein ganz tolles Wochenende. Das Wetter soll wirklich noch richtig schön werden und ich freue mich darauf, dass wir uns im nächsten Orakel sehen. Ciao, macht's gut.